Ich bin Geschäftsführerin eines kleinen, feinen Bildungsinstituts im Nordosten von Berlin, der BWIP GmbH, das Bildungsinstitut Wissen in Bewegung. Also, und insofern ist das der Moment von Schwerpunkt Bewegung. Wir meinen damit aber eigentlich, uns in Bewegung zu halten, unsere Hirne frisch zu halten, bewegte Momente mit Menschen bei Fortbildungen und Beratungen zu schaffen und für gute Austauschmomente zu sorgen. Manchmal tun wir das auch in Bewegung, in echt, indem wir Dialogspaziergänge machen, Beratung draußen im Garten, im Grünen irgendwo anbieten. Aber natürlich eher die Hirne bewegen. Heute steht im Mittelpunkt das Thema Krisen. Wir sind extrem durchgeschüttelt, glaube ich, gerade alle, manche privat persönlich von uns, manche beruflich und alle aber ganz sicherlich auch gesellschaftlich mit dem, was uns gerade so begegnet, ringsherum um uns. Krisen zu begegnen in dieser Zeit ist wirklich eine große Herausforderung seit, also eigentlich ja immer in unserem beruflichen Kontext, in dem wir uns bewegen, geht es darum zu schauen, wie können wir den kleinen herausfordernden Situationen im Kita-Alltag begegnen mit Kindern, mit Familien, aber auch mit Kolleginnen, mit Netzwerkpartnern sowieso. Also schon eine spannende Aufgabe und schon immer ist dieses Thema im Rahmen von Fort- und Weiterbildung herausfordernde Situationen mit Kindern ein großes gewesen. In den zurückliegenden 2 Jahren ist da natürlich sehr das Thema Corona, Umgehen mit den ganzen Vorschriften, mit Lockdown, mit veränderter Konstellation zurück zu dem so wunderbar erarbeiteten situations- und bedürfnisorientierten Ansatz in den Kitas, wieder raus aus den großen offenen Räumen, zurück in Kohorten, in Kleingruppenarbeit, beschränkte Kontakte mit Kindern, zwischen Familien und der Kita. Also alles ziemlich aufregende Momente. Auch wieder zurück und nun doch wieder Kitas schließen und doch wieder auf. Und ich habe in den letzten 2 Wochen von den Fachberatungen im nördlichen Niedersachsen gehört, dass da gerade sie mit Corona ganz schön viel zu tun haben und tatsächlich auch eher ganze Kitas im Moment wieder schließen, während wir hier in Berlin gerade wieder ganz aufmachen und alle tatsächlich auch wieder im Dienst sind. Was wir dann jetzt hinzugenommen haben in den letzten Wochen, ist natürlich, glaube ich, an keinem von uns spurlos vorbeigegangen, die Situation rings um den Krieg der Ukraine, auch nochmal ein besonderer Moment zu schauen, wie dort mit unterschiedlichen Haltungen, mit unterschiedlichen Ideen, auch politischen Ideen von Menschen, mit denen wir es im Kita-Kontext zu tun haben, dem zu begegnen, ist eine besondere Situation. Und der gilt es sich ja auch zu stellen. Und in all dem sollen wir dennoch souverän sein, fachlich besonnen, sorgsam in der Wortwahl, gut, feinfühlig miteinander im Kontakt. Natürlich werde ich mit den Dingen, die ich jetzt Ihnen gleich nochmal mit an die Hand gebe, nicht, wie sagt man, das Rad neu erfinden. Da werden Dinge dabei sein, die Sie sehr wohl alle kennen. Und vielleicht ist aber dennoch gut, sie in diesem Zusammenhang nochmal zu erwähnen und auch in ein bisschen anderen Zusammenhang miteinander zu stellen. So, jetzt haben wir das Dilemma, dass die Folie hängt. Was kann ich tun? Auf die Folie vielleicht draufklicken. Das wäre noch eine Option. Oder mit den Pfeiltasten links und rechts. Jetzt Genau. war es die Folie. Okay, vielen Dank. Ja, wäre es nicht schön, in genau diesen Momenten, in jeder noch so stressigen Situation, einen kühlen Kopf zu bewahren, besonnen zu reagieren, statt in den Panikmodus zu verfallen? Und wäre es nicht schön, wir könnten in all diesen Momenten absichtsvoll, ruhig reagieren und all unsere
mühsam erarbeiteten Kompetenzen jederzeit abrufen. Vor inzwischen fast 10 Jahren war es so, dass ich im eigenen Haushalt in Krisenmomenten mit solchen T-Shirts konfrontiert wurde. Das erschien mir durchaus eine legitime Variante für einen Pubertierenden im Kontakt mit für ihn scheinbar unerfüllbaren Anforderungen im familiären Kontext. Als ich vor einigen Wochen zu Jahresbeginn in einer Berliner Kita eingeladen war, um dort mit einem Team zum Thema Entwicklungsgespräche zu arbeiten, stand dort ein junger Mann in einem schwarzen T-Shirt und dessen Rücken zierten zwei Worte, auch so mit großen weißen Buchstaben, Null Bock. Und es gab einen Moment, wo ich innehielt und gedacht habe, was ist das jetzt? Gilt es mir? Gilt es dem Thema? In welcher Position befindet sich der Erzieher jetzt hier eigentlich gerade? Was macht es mit mir? Will ich eigentlich lieber umkehren? Habe ich noch Lust, mit den Menschen zu arbeiten? Und die Frage, die ganz schnell im Raum stand für das gemeinsame Miteinander war, welche Botschaften senden wir eigentlich mit dem, wie wir uns durch die Kita bewegen? Der junge Mann antwortete mir auf das T-Shirt im Tagesverlauf angesprochen, dass er sich hier eher als Privatperson befindet. Und wir haben dann lange über das Thema Rolle gesprochen. Und aus meiner Sicht sind wir, egal ob eine Fortbildung oder tatsächlich nur ein Tür- und Angelgespräch, immer in der Fachkräfteposition. Wir senden immer Botschaften im Rahmen und des professionellen Kontexts. Und so gilt es auch, in allen diesen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und eben nicht mit Nullbock-Stimmung, selbst wenn wir sie vielleicht privatpersönlich gerade haben, nicht mit in den professionellen Kontext zu nehmen. Und wenn doch, was können wir mit dieser Nullbock-Stimmung denn tun? Wie können wir einen kühlen Kopf bewahren, auch dann, wenn Familien, Eltern sich im Krisenmodus befinden, die sich vielleicht im Ton vergreifen, ausfallend werden? Oder wie kann ich einen kühlen Kopf mir bewahren, wenn ich als Fachkraft so erschöpft bin von all den Dingen um mich herum, dass es mir schwerfällt, angemessen zu reagieren und ich auf kleinste Anzeichen meines Gegenübers, auf kleinste Äußerungen beginne, aggressiv vielleicht zu reagieren. Karl Jaspers, übrigens ja ein Niedersachse, der ist in Oldenburg geboren, ist ja sowohl als Psychiater als auch als Philosoph sich einen großen Namen gemacht. Und der hat mal gesagt, beim Kampf mit dem Drachen nicht selbst zum Drachen werden und zugleich die Kraft behalten, den Drachen zu bändigen. Das finde ich eine ganz schöne Metapher für die Situation, in der wir uns in solchen Situationen befinden. Was tun, wenn die Drachen Feuer speien? Wenn sie vielleicht die kleinen Prinzen und Prinzessinnen gefangen halten, wenn sie große Felsbrocken vor ihre Höhle rollen, die Zugbrücke am Schloss hochziehen, sodass gar kein Kontakt mehr möglich ist und auch kein Reden mehr mit demjenigen möglich ist, die dann nicht zum Drachen werden. Das Zauberwort der Stunde ist Selbstkontrolle. Selbstkontrolle, so wie hier beschrieben, meint mit bewusster Anstrengung impulsive Verhaltensweisen zurückzuhalten, um auf lange Sicht miteinander erfolgreich zu sein. Sie kennen das in Bezug auf Diäten, Neujahrsvorsätze, Rauchen aufgeben oder so Sport treiben. Selbstkontrolle ist im professionellen Kontext unsere Superkraft. Das heißt, wir können sie trainieren. Sie können sich Selbstkontrolle vorstellen wie ein Muskel. Und so wie man einen Muskel trainieren kann, geht es auch mit der Selbstkontrolle. Und zugleich für alle die unter Ihnen, die ganz regelmäßig sich im Training befinden, wissen Sie, wenn wir zu viel trainieren, zu häufig den Muskel beanspruchen, dann erschöpft er sich irgendwann. Und wird er nicht benutzt und wird über längere Zeit nicht bewegt, auch dann erschöpft er sich.
Und die Frage ist, wie können wir die Selbstkontrolle, unseren Selbstkontrollmuskel, unsere Superkraft so gut bewegen, dass unsere Batterien, um die Selbstkontrolle zu nutzen, die ganze Zeit in einem guten Modus sind. Ein wichtiger Aspekt von Selbstkontrolle und sie aufrecht zu erhalten in diesem Moment im Krisenmodus ist das Thema die eigene Dialogkompetenz. Insbesondere im Kontakt mit den Familien ist das der Dreh- und Angelpunkt, nicht aus der Diskussion, aus dem Gespräch auszusteigen, sondern den Dialog, so gut es denn nur irgend geht, aufrecht zu erhalten. Sie kennen das, was da alles so dazugehört, ne? Also das Modell der vier Ohren, welche Botschaft wird gesendet und mit welchem Ohr höre ich denn genau diese Botschaften? Kann ich in dieser Situation gute Ich-Botschaften senden? Eine andere Methode, die Sie gut kennen, ist Spiegeln meines Gegenübers. Es ist das handlungsbegleitende Sprechen. Oder für alle die, die im Bereich der Sprachkita unterwegs sind, ist das, glaube ich, jetzt eine sehr geläufige Wortgruppe, nämlich das feinfühlige, responsive Verhalten. Und natürlich gehört da auch hinzu das nonverbale Auftreten von uns. Nonverbal meint, das kann ich jetzt hier natürlich in diesem virtuellen Raum ein bisschen schwierig machen, ne? Also das ist nicht so einfach, das deutlich zu tun. Aber es könnte natürlich hier auch ganz am Ende des Raumes stehen, dann hätten Sie es schon ein bisschen schwieriger. Ich könnte wie wild mit den Händen fuchteln oder auch mich völlig amimisch Ihnen gegenüberstellen. Das sendet entsprechende Signale. Auch in welcher Tonlage wir sprechen, hat etwas mit unserer Dialogkompetenz zu tun. Nicht wenige pädagogische Fachkräfte habe ich in den letzten Jahren dazu ermuntert, ein Sprechtraining zu machen, eine Logopädin aufzusuchen, um die eigene Stimme ein bisschen zu pflegen. Auch ist die Frage, spreche ich ganz leise mit Ihnen oder werde ich sehr laut und bestimmend? Und welche Worte wende ich eigentlich, wann, wie, an und an wen richte ich diese? Das heißt, der erste wichtige Schritt im Zusammenhang mit Dialogkompetenz ist nochmal, bin ich mir über meinen Auftrag im Klaren? Und bin ich mir in jedem Moment meiner Rolle bewusst, in denen ich im Kontakt mit Menschen in der Kita bin? Und das meint sowohl im Kontakt mit den Kindern als auch mit den Eltern. Als pädagogische Fachkräfte haben wir einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. In fast allen Einrichtungen gibt es Konzeptionen, die in den einführenden Worten beschrieben sind mit, wir wollen die Kinder dazu befähigen, selbstbewusste, neugierige, eigenständige Persönlichkeiten zu werden. Und die Frage ist dann tatsächlich, mit der ich mich umtreibe als Fachkraft, was möchte ich, dass die Kinder, mit welchen Kompetenzen sollen die Kinder am Ende der Kindergartenzeit das Haus verlassen? Mit welchen Kompetenzen sollen sie ausgestattet sein? Das heißt, Kinder erfahren und auch Eltern, Familien mit dem, wie ich mich verhalte als pädagogische Fachkraft, aha, so wird hier bei uns in diesem Hause gespielt, gesprochen, so werden Konflikte gelöst. Und so wie der junge Mann meinte vorhin mit dem T-Shirt, er sei auch während der Fortbildung doch jetzt hier als Privatperson, solange wir uns in den Einrichtungen befinden, befinden wir uns im beruflichen Kontext und sind in jedem Moment in genau unserer professionellen Rolle unterwegs. Und das sind wir je nach Arbeitsvertrag 4, 6, 8 Stunden lang pro Tag in jedem Moment, in jedem einzelnen Kontakt, in dem wir mit den Kindern sind und auch den Eltern. Zweiter wichtiger Schwerpunkt für die Dialogkompetenz. Ich kann wahrnehmen, in welcher emotionalen Verfassung mein Gegenüber sich befindet und ich kann da ganz angemessen darauf reagieren. Das heißt, ich kann erkennen, wie gestresst sind eigentlich gerade die Eltern und ist das, was ich ihnen gerne sagen möchte, jetzt zu diesem Moment geeignet? Oder warte ich lieber noch ab, vereinbare ich einen separaten Termin? Nicht jedes Gespräch, was wir mit den Eltern führen, eignet sich als Tür- und Angelgespräch. Das kennen Sie, muss ich, glaube ich, gar nicht intensiver ausführen.
Und die Frage ist halt auch immer, die mich umtreibt, habe ich mir gut überlegt, wann ich welche Dinge besprechen möchte. Also hier das Thema der Selbstreflexion. Und es bedeutet zugleich auch, ich übernehme Verantwortung für die Situation, statt andere verantwortlich zu machen. Das ist meistens in den Fortbildungen, die wir geben, ein eher ungeliebtes Thema bei Fachkräften, weil es natürlich viel leichter ist zu sagen, ja, der hat sich im Ton vergriffen. Die haben schon wieder die frischen Windeln vergessen. Die haben den Termin nicht eingehalten. Die haben schon wieder den Morgenkreis gestört. Natürlich ist das viel leichter, die Verantwortung für eine gelingende oder misslingende Situation bei jemand anderem zu suchen. Und auf der anderen Seite muss ich mich fragen, was ist mir heute eigentlich schon alles passiert? Wie gestresst bin ich? Was ist mit meiner Frustrationstoleranz? Weil am Ende entscheide ich selber als pädagogische Fachkraft über meine Worte, über mein Verhalten und ich entscheide auch darüber, in welcher Weise ich auf das reagieren möchte, was der andere mir spiegelt. Also wenn ich Eltern erlebe, die mir sehr fordernd gegenübertreten, entscheide ich mit meinem Verhalten darüber, in welcher Weise die Situation weitergeht. Und ich kann auch entscheiden, reagiere ich auch aufbrausend und gehe in die Eskalationsspirale mit oder gelingt es mir, die Situation so zu beeinflussen, dass ich sie entkräften kann. Und natürlich, ganz banal, haben wir eine gemeinsame Verantwortung mit den Eltern. Der kleinste gemeinsame Nenner in der Interaktion mit den Eltern ist das Wohlergehen der Kinder, ist unbenommen. Kein Elternteil möchte, dass das Kind sich in der Kita nicht wohlfühlt. Und ich glaube, auf diese Situation angesprochen, kommen wir mit allen Eltern immer wieder ins Gespräch. Wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass es dem Kind hier in der Einrichtung gut geht? Selbst unter den gerade ganz schwierigen Bedingungen, in denen wir uns alle miteinander befinden. Jetzt ahne ich schon, dass einige von Ihnen am anderen Ende dieses Bildschirms da sitzen und sagen, naja, aber was, wenn denn die Eltern überhaupt nicht wollen, wenn die keine Lust haben, sich auf uns einzulassen, wenn die nicht mit uns sprechen und wir sie gar nicht mehr erreichen. Solange es sich nicht um kindeswohlgefährdende Momente handelt, besteht aus meiner Sicht kein Handlungsbedarf. Ansonsten bin ich als Fachkraft dafür verantwortlich. Das heißt, ich muss mich fragen, wie gestalte ich die Ansprache an die Eltern, damit ich sie erreiche, damit ich mir zumindest in irgendeiner Weise Gehör verschaffen kann. Wie kann ich das tun? Und dafür haben wir unseren kleinen Handwerkskoffer an der Seite. Eine ganze einfache Sache ist, sich innerlich ein bisschen zurückzulehnen und zu denken, so sehen Eltern das also. Ist ja spannend. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass Eltern das so wahrnehmen könnten. Das können Sie innerlich als Haltung aufgreifen und tatsächlich sich innerlich so zurücklehnen, wenn Eltern das nächste Mal vielleicht aufgebracht, wütend, missmutig vor Ihnen stehen oder vielleicht auch weinend und traurig sind. Und Sie können aber diese Worte auch genauso aussprechen. Das schafft einen Moment von Luft. Sie können über weitere gute Gedanken nachdenken, welche Sätze Sie als nächstes sprechen wollen. Und zumindest das Gegenüber hat das Gefühl mit diesem Satz, da muss ich erst nochmal drüber nachdenken, von ich werde ernst genommen. Das ist ja interessant, dass Sie das so sehen. Eine andere Variante ist die Methode der sogenannten Widerstandsvorwegnahme. Widerstandsvorwegnahme ist etwas komplexer, als ich das jetzt hier gerade so auf der Folie beschrieben habe.
Das bedeutet, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, was ich mit dem, was ich gleich aussprechen werde, was ich gerne möchte bei meinem Gegenüber, auf Widerstand stoße. Und das kann ich verpacken in genau diesen Satz. Ich ahne schon, dass Sie nicht begeistert sein werden. Sie können das wahlweise ergänzen mit, dass Sie mit den Augen rollen, dicke Backen machen werden, frustriert, enttäuscht, traurig, irritiert, was auch immer der Situation angemessen ist, sein werden. Und dennoch, auch wenn ich weiß, dass das so ist, möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen. Also ein guter Moment, den erwarteten Widerstand anzusprechen und zu betonen, dass es trotz dieses Widerstandes wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir haben das tausendfach in verschiedensten Konstellationen schon angewandt. Das funktioniert auch im privaten Kontext, können Sie das ausprobieren. Sehr große Erfolge feiern tatsächlich Schulsozialarbeiter im Kontext von Schule, wenn sie mit den LehrerInnen arbeiten und dort spüren, dass das nicht so sehr gerne gehört wird, was Schulsozialarbeit PädagogInnen mit an die Hand geben möchte. Probieren Sie es aus. Eine andere gute Methode ist die der Reaktion auf Anschuldigungen. Das Kernstück dessen ist dem Gegenüber angemessen Recht geben. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass jeder von uns seine eigene Wahrnehmung hat. Und unsere ganz subjektive Wahrnehmung ist die für uns richtige. Das heißt, wenn wir als Fachkräfte eine andere Wahrnehmung als Eltern auf die Situation haben, dann heißt es nicht, dass die eine besser oder richtiger als die andere ist. Und so bietet sich an, in diesem Zusammenhang, in einem ersten Schritt, gesetzt im Fall, da kommt vielleicht der Vorwurf, Sie kümmern sich gar nicht richtig um meine Tochter, zu sagen, können Sie oben beginnen? Das ist interessant, dass Sie das so sehen. Damit mögen Sie manchmal sogar recht haben, dass ich mich nicht ausschließlich um Ihre Tochter kümmere. Und aus Ihrer Sicht ist es wahrscheinlich für Ihre Tochter auch ganz schmerzlich. Und dann weiterzusetzen mit den Dingen, weshalb Sie sich aber genau so verhalten, wie Mama oder Papa das gerade anprangern. Das bedeutet, dass Sie dem Gegenüber nicht seine Sicht auf die Dinge wegnehmen, sondern sie gleichwertig mit einer anderen auf eine Ebene stellen. Das erleichtert ein bisschen die Kommunikation. Es geht nicht darum, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, zu sagen, derjenige hat Recht, sondern die Wahrnehmung dessen, die ist für denjenigen richtig. Jeder einzelne von uns hat seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Wirklichkeit und die lässt sich nicht einfach so über den Haufen werfen. Ja, wir haben gute Gründe, weshalb wir Dinge aus genau dieser Perspektive betrachten, wie wir sie betrachten. Und das lässt sich, indem Sie das mit denjenigen auf den Weg geben, damit haben Sie vermutlich sogar recht. Manchmal kann es so scheinen, als ob, wäre auch eine andere Variante. Also da können Sie ein bisschen mitspielen, welche Sätze Sie zum angemessenen Recht geben, denjenigen mit auf den Weg geben. Und zugleich habe ich gerade darüber gesprochen, dass es darum geht, verschiedene Sichtweisen auf einer Ebene zu setzen. Und dafür empfiehlt es sich als kleinen didaktischen Kniff tatsächlich die Worte zu ersetzen. In dem Moment, wo wir aber sprechen, stellen wir das gegensätzlich die Dinge gegenüber. Und eins erhöht sich über das andere. Ein Argument, es scheint wichtiger zu sein als ein anderes. Doch wenn wir
zu diesen Worten hier greifen, zugleich, gleichzeitig, andererseits, dann ist es eine Möglichkeit, beide Sichtweisen auf einer Ebene zu haben. Vermutlich haben Sie sogar in einigen Teilen mit Ihrer Beobachtung recht. Es gibt Situationen, wo wir im Garten miteinander spielen und wir tatsächlich nicht Ihre Tochter mit so im Blick haben. Und zugleich kann ich Ihnen erzählen, in welchen Situationen es die Momente gibt, wo mein ganzes Augenmerk gerade heute Ihrer Tochter gegolten hat. Wir haben gemeinsam in der Ecke gesessen im Sitzsack und haben uns zusammen ein Buch angeschaut. Also Gleichzeitigkeit von verschiedenen Sichtweisen herstellen. Das hier ist jenseits der methodischen, didaktischen Sprechweisen Dinge, die Sie wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren intensiv betrieben haben. Ich weiß von den 4 FachberaterInnen, die das hier initiiert haben, dass Sie als Fachkräfte, zumindest die aus dem nördlichen Niedersachsen hier heute anwesend sind, intensiv, ganz kreativ mit den unterschiedlichsten Dingen unterwegs waren. Ich habe noch ganz gut in Erinnerung von Kitas, die mittels QR-Codes eine Art Schnipseljagd durch den Ort gemacht haben, um dort ihre Familien weiter mit im Gespräch zu halten und den Kontakt zu der Kita herzustellen. Also da sind sie in der Art, wie können wir in schwierigen Situationen, in Krisenmomenten gut im Dialog miteinander bleiben, schon großartig kreativ gewesen. Vor einigen Wochen haben mir KollegInnen im Großraum Kiel berichtet, dass sie sich ein Pavillon gekauft haben, vor der Kita aufgestellt, und dort bieten sie Kaffee to go an. Und es gibt Eltern, die morgens schon mit ihrem Kaffeebecher kommen und dort sich einen Kaffee abholen und ein kleines Gespräch miteinander haben, zumindest ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können einander. Sie haben kleine Dialogkärtchen auf den Tischen liegen, die die Eltern mitnehmen können, kleine motivierende Sprüche, um einfach ein gutes Gefühl mit den Eltern zu geben. Es gibt gar nicht dort bei dem Café to go eher weniger die fachlichen Gespräche, sondern den Smalltalk vor der Tür. Sprechende Stifte kennen inzwischen wahrscheinlich die meisten auch von Ihnen. Im Rahmen von Digitalisierung sind die ja total beliebt geworden, sie aufzugreifen, um zum einen für die Kinder die Kita anders erfahrbar zu machen als Relais durchs Haus, aber eben auch, um Informationen für die Eltern zu hinterlassen und dort manchmal auch direkt von den Kindern besprochen zu dem, was sie den ganzen Tag erlebt haben. Und mir hat eine Fachkraft erzählt über die doch sehr unterschiedliche Wirkung des Aushangs, bitte Windeln mitbringen oder den sprechenden Stift zu benutzen, auf dem das Kind in seiner ganz typischen Zwei-Wort- oder Drei-Wort-Sprache den Eltern die Information hinterlassen hat, dass es neue Windeln braucht. Kita-App ist, glaube ich, auch inzwischen ein ganz legitimes Mittel, mit dem schon ganz viele Menschen von Ihnen arbeiten und gute Erfahrungen gemacht haben. Ein wichtiger Moment ist die Garderobe als Kommunikationsort, der sich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren ja sehr gewandelt hat. Oft standen die Eltern ja jetzt vor der Tür, sind gar nicht mehr bis in die Garderobe mit hineingekommen, und nicht wenige der Fachkräfte haben erlebt, wie wunderbar befreiend es sein kann, die Eltern nicht mit im Haus zu haben. Und einige finden das jetzt auch gerade gar nicht so gut, dass die Eltern wieder so sehr mit im Haus sind und die Verabschiedungssituationen sich so endlos ausdehnen. Und in diesem Zusammenhang bietet sich zum Beispiel an, das können Sie ja für sich prüfen, ob es gut ist, bestimmte Dinge, die Sie in den 2 Jahren Corona mit Eltern erprobt haben, ja vielleicht auch dennoch beibehalten können. Vielleicht ist es für die 4,5-, 5-Jährigen total schick, weiterhin wie ein Großer an der Kindergartentür verabschiedet zu werden
und alleine ins Haus zu gehen und in der Garderobe sich alleine an- und auszuziehen. Und vielleicht ist es gut, oder es, glaube ich, ist sogar sehr gut, die Kleinen hinein zu begleiten und dort die Übergaben tatsächlich zu haben und den Übergang von der großen Situation, also das ist ja keine Mikrotransition, den Übergang vom Elternhaus in die Kita gemeinsam zu gestalten. Und natürlich sprechende Wände, Gespräche über dem Gartenzaun beibehalten, aufrechterhalten. Und auch dort in all diesen Momenten sich bewusst zu sein, hier befinden wir uns im professionellen Kontext. Ich bin in meiner Rolle als pädagogische Fachkraft unterwegs. Und zugleich nochmal für sich zu wissen, Eltern müssen nicht mit uns kommunizieren. Sie haben gleichwohl ein Recht darauf, beteiligt zu werden. Wir Fachkräfte haben eine Pflicht, die Eltern zu ermuntern, mit uns zusammenzuarbeiten. Und deshalb, so schwer es manchmal ist, wäre es nicht gut, einen kühlen Kopf zu behalten, gerade in den stressigen Momenten, und dann erkennen zu können, was jedem von uns gut tut und was nicht, um rechtzeitig entgegensteuern zu können. Manchen von uns gelingt das ganz leicht und andere müssen trainieren. Manchen haben diese 7 Säulen der Resilienz so verinnerlicht, es scheint ihnen in die Wiege gelegt zu sein. Andere von uns müssen schwer üben, den Selbstkontrollmuskel, unsere Superkraft kontrollieren. Hier in diesem Fall auch tatsächlich als Säule im Rahmen von Resilienz die Selbstregulation. Das bedeutet, dass es ziemlich schlau ist, sich selbst auf die Schliche zu kommen, die eigenen Muster zu erkennen. Welche Worte spreche ich immer wieder, in welchen Situationen, in welchem Tonfall bin ich unterwegs, welche körperliche Haltung nehme ich ein? Und so der Abwärtsspirale, in der wir uns manchmal befinden könnten, weil unsere Batterien leer gelaufen sind, möglichst bei Zeiten zu begegnen. Und auf diese Art und Weise zu lernen, welche Handlungen und Gedanken schwächen mich und welche wiederum tun mir gut. Welche Dinge im Tagesablauf bestärken mich mit dem und lassen mich mit einem guten Gefühl am Ende die Kita verlassen. Und das kann man überlegen, auch sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Umfeld. Und zugleich auch zu überlegen, mit wem, mit welchen Menschen kann ich genau das besprechen, was mir gut tut und was auch manchmal ein Hemmnis ist. Das alles braucht natürlich die Bereitschaft, sich einzulassen und das Bewusstsein zu entwickeln, was braucht es denn eigentlich für mich so, damit ich eben am Ende des Tages sagen kann, das war heute irgendwie nichts, das fühle ich mich nicht wohl mit, ich bin sehr geschafft, erschöpft, oder hinauszugehen, zu sagen, ha, top Situation, das war prima. Ich hatte ein großartiges Gespräch mit meiner Kollegin zu unserem morgigen Tag, an dem wir überlegen, wie wir die Rollen von dem Toilettenpapier benutzen können, um daraus was Tolles zu basteln, und auf der anderen Seite aber auch zu überlegen, ja, mit welchem Kind hatte ich ein großartiges Gespräch heute. Wir waren so vertieft und Paulina hat 2 Worte mehr gesprochen als gestern und Mahmoud ist heute den ersten Schritt gelaufen. Wofür brauche ich dieses Bewusstsein? Na, einfach, um dann die stärkenden Anteile in meinem Arbeitsalltag zu erkennen und zu schauen, wie ich diese sukzessive erhöhen kann. Und das braucht natürlich auch die Bereitschaft, sich den Dingen ehrlich zu stellen. Was sind die guten und was sind die eher schlechten Momente? Und das ist aber auch etwas, wenn ich das im Team mit den anderen bespreche, braucht es dort eine entsprechende Teamkultur. Das ist wiederum ein anderes Thema, dem widmen wir uns heute nicht. Da könnte ich zu einer anderen Stelle hier nochmal hinzukommen. Das alles ist schwere Arbeit. Und unser Hirn hat
limitierte Ressourcen. Für all das, nämlich, was wir hier gerade tun, zu entscheiden, was ist eine Tätigkeit, die mir schwerfällt und welche geht leicht. Trinke ich Kaffee oder Tee? Spiele ich mit Paulina oder Annalena? Widme ich mich dem Papa von Mahmoud oder spreche ich jetzt doch lieber mit der Mama von Susanne? Das sind permanente Entscheidungen, die wir treffen müssen und die finden statt in unserem Arbeitsprozessor, nämlich hier vorne im Frontalhirn. Unser Präkortex ist also zuständig für all diese Aufgaben, die wir im ganzen Tagesablauf erledigen müssen, immer überall dort, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Also auch alle Reihenfolgen von Tätigkeiten. Gehen wir mit den Kindern in den Garten oder doch lieber in den Bewegungsraum? Schaffen wir Ordnung oder lassen wir das Spielzeug heute hier so liegen, wie es ist? Ist egal, wir räumen nicht weiter auf. Mache ich jetzt eigentlich eine Pause oder muss ich das schnell noch zu Ende arbeiten? Essen und wenn ja, was? Fragen soll ich beantworten von Kollegen, die unvorhergesehen auf mich einprasseln und all die unvorhergesehenen Dinge, die dann noch so im Tagesablauf passieren. Für all das ist diese leider nur 3 Millimeter dicke Schicht in unserem Präkortex zuständig. Und das macht auch nur 4% unseres gesamten Gehirns aus. 4%, eine 3 Millimeter Schicht, die am Ende darüber entscheidet, wie gut wir so durch den Tagesablauf können. Das ist also eine streng limitierte Ressource, die uns zur Verfügung steht und die will gut behandelt werden. Gut behandeln meint in diesem Zusammenhang Energie zu sparen. Das ist jetzt so ein bisschen wie das andere Thema, womit wir krisenhaft beschäftigt sind, nämlich unser Klima. Das wiederum ist auch ein anderes Thema, aber ich glaube, da gibt es hier bei der NIFP im Sinne der Nachhaltigkeit auch ganz tolle Fortbildungen zu. Also weniger Energie verbrauchen. Wie machen wir das? In diesem Zusammenhang bedeutet weniger Energie verbrauchen, weniger Entscheidungen treffen zu müssen. Und die Entlastung für unser Hirn bedeutet Routinen, Automatismen. Und das möglichst Routinen und Automatismen, die uns stärken. Also das kennen Sie vom Zähneputzen, Autofahren, Lieblingsgerichte der Familie kochen. Das geht ganz einfach. Kochen Sie ein neues aus dem gerade entdeckten Rezeptbuch, dann braucht es viel länger und ist intensiver. Dinge, die wir gut können, landen in den tieferen Hirnschichten, in den Basalganglien. Und entlasten dann den Präkortex und damit ist dann dort wieder Platz für anderes. Ein Auskenner auf diesem Gebiet der guten Entscheidungen zu finden, ist Barack Obama. Barack Obama hat mal in einem Interview erzählt, dass er, weil er den ganzen Tag so viele Entscheidungen treffen muss, bestimmte privatpersönliche Dinge so automatisiert hat, dass er eben nicht darüber nachdenken muss. Und so hat er in diesem Interview verraten, dass er 10 schwarze und 10 dunkelblaue Anzüge im genau dem gleichen Schnitt im Schrank hängen habt und dazu passend die entsprechenden Hemden und dazu passend auch der entsprechende die entsprechende Krawatte und er muss sich morgens keinerlei Gedanken darüber machen, was ziehe ich an, weil er greift zum Schrank, zu dem Anzug, da hängt schon alles andere dabei. Also die Frage, was ziehe ich heute an, dem geht er ganz geschickt aus dem Weg und Sie alle können darüber nachdenken, wie viel Zeit Sie manchmal so vom Kleiderschrank verbringen und dort schon die Ressourcen des Präkortexes aufbrauchen. Entscheidungen zu treffen bedeutet, Willenskraft zu haben, Selbstdisziplin zu zeigen und das heißt zugleich auch, dass wir permanent Versuchungen widerstehen müssen. Versuchungen widerstehen meint, da ist es wieder mit der Selbstkontrolle, sich selbst zu kontrollieren, den Muskel, wie trete ich auf, was spreche ich, mit welcher Haltung bin ich unterwegs. Und das meint jetzt hier körperliche Haltung. Das heißt, wir müssen irgendwie unsere Batterien auch regelmäßig wieder aufladen. Wie geht es? Das Simpelste von allem ist 7 Stunden gesunder Schlaf.
Das wäre das Einfachste. Da wir ja, wie ich gerade sagte, das nur ein 3 mm Schicht ist, nur 4% des gesamten Hirns genügen an der Stelle tatsächlich 7 Stunden Schlaf. Welch Glück, dass die Schicht so dünn ist. Stellen Sie sich vor, die wäre 25% unseres Hirns, wie viel mehr wir schlafen müssten. Die zweite Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen kann, ist, was sind eigentlich meine Energiequellen? Wie erhole ich mich? Wie mache ich Pausen? Wie tanke ich körperlich auf, emotional und auch kognitiv? Dankbarkeit zu empfinden ist eine ganz große Ressource, die hilft uns allen zu entlasten. Dankbarkeit für Dinge, die mir passieren, dass mein Herz regelmäßig schlägt, dass der Magen einfach macht, was er macht, dass das Hirn arbeitet, dass die Augen schauen, dass ich ein Zuhause habe, von dem ich weiß, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, steht es noch da und ist nicht einer Bombe zum Opfer gefallen. Zu wissen, da sind Freunde und Familie, die mich auffangen, wenn ich auch zwischendurch kraftlos bin. Und zugleich Dankbarkeit mit anderen zu erleben, sich selbst für andere zu freuen, dafür, was sie dort schaffen. In diesem Zusammenhang habe ich heute übrigens einen Artikel gelesen zum Thema emotionale Manipulation. Das meint, dass es Menschen gibt, die es sehr damit übertreiben, anderen etwas Gutes zu tun, weil sie deren Freude für sich brauchen. So eine Gedankenschleife am Ende, die schon länger mit mir arbeiten hier in der Runde, das habe ich gesehen, gibt es ja mehrere, die wissen, dass ich manchmal solche Schleifen habe. Dies hilft nochmal auch, die Dinge aus der anderen Sicht zu denken. Also Dankbarkeit auch bei anderen mitzuerleben. Über Selbstregulation habe ich jetzt schon mehrfach gesprochen, also Dingen zu widerstehen, zu gucken, was kann ich also tun für Süßes oder nicht Süßes, Couch oder Turnschuhe, die alten Verhaltensweisen möglichst zu meiden. Das funktioniert am besten, indem man sich Ersatzhandlungen schafft. Sie kennen das beim Rauchen, denen ja häufig angeraten wird, Kaugummis zu kauen. Und Routinen zu schaffen, das wäre jetzt das Beispiel vom Kleiderschrank. Das bedeutet auch, Dinge vorzuverlagern, also schon am Abend zuvor Dinge vorzubereiten, damit man morgens nur noch zugreifen muss und losgehen kann. Und es bedeutet auch, sich in einem gewissen Maße für bestimmte Dinge sich unflexibel zu machen. Das ist so ein bisschen negativ konnotiert. Sie könnten auf der anderen Seite auch sagen, sich vorhersehbar zu machen. Und wiederum Vorhersehbarkeit ist ja auch im pädagogischen Kontext irgendwie was total Tolles. Wenn Sie das Gefühl haben, es wäre sinnvoll, Dinge zu verändern, dann machen Sie davon nicht mehr als 2 Sachen gleichzeitig. Das wäre wieder eine Überforderung unseres Hirns. Sie müssen 4 bis 6 Wochen durchhalten. Die Zeit braucht es, damit die Sachen aus dem Frontalhirn, aus unserem Präkortex, in die tieferen Hirnstrukturen zurückwandern, nämlich in die Basalganglien. Basalganglien sind in unserem Hirn sozusagen Autobahnen, dort feuern die Energien durch, die Gedanken gehen schnell und wir müssen gar nicht so sehr darüber nachdenken, sondern das ist das, wenn Sie sagen, das mache ich ganz intuitiv. Die tieferen Hirnstrukturen, also die Basalganglien, gleichen ein bisschen so den Autobahnen. Da geht es schnell, so mit Tempo 130 oder auch noch viel mehr. Es kostet keine Denk- oder Entscheidungsenergie. Die neuen Gewohnheiten dagegen sind ein bisschen eher wie Trampelpfade. Das heißt, sie müssen sich mit, wenn es schlecht kommt, mit einer Machete ausstatten. Sie müssen durchs Unterholz kriechen. Sie müssen sich den Weg erst freischaufeln. Und das kann sehr, sehr anstrengend sein. Und das Gemeine an Trampelpfaden ist, dass 100 Meter weiter sie die Autobahn hören, wie die Autos dort langsausen und schnell unterwegs sind
Und mit 130, während sie mit 3 oder vielleicht auch sogar nur 1 km/h sich mühsam durchs Unterholz schlagen. Das ist eine ziemlich doofe Situation, weil die Autobahn lockt. Doch die Belohnung kommt. Nach 4 bis 6 Wochen haben sich die neuen Bahnen, die neuen Basalganglien, die neuen synaptischen Verknüpfungen aufgebaut. Und dann kann es losgehen. Vielleicht nicht gleich mit 130, aber zumindest erstmal mit 80 km/h. Und das ist ja auch eigentlich eine ganz schöne Reisegeschwindigkeit durch unseren Alltag, nicht zu rasen, sondern mit 80 km/h durch die Gegend zu reisen. Das ergibt sich für uns noch die Zeit genug, die Dinge rechts und links von uns wahrzunehmen und dafür auch dankbar zu sein. Jetzt werden Sie sich denken, was denn noch alles? Also wir sollen kompetent sein, wir sollen besonnen sein, ein bisschen hier wie die eierlegende Wollmilchsau, die bei uns im Büro sitzt, so unterwegs. Das ist ganz schön viel, was Fachkräfte in Kindertagesstätten oder überhaupt im sozialpädagogischen Kontext leisten müssen. Und diese eierlegende Wollmilchsau sitzt neben diesem Blumentopf, den, wie Sie sehen, der auch schon ganz schön benutzt ist. Dort steckt ein für uns wichtiger Merksatz drin als Team. Wer bin ich eigentlich, dass ich Kinder und Familien beraten, betreuen, erziehen, begleiten darf? Etwas, was uns immer wieder sehr erdet und zurückholt und auf die eigene demütige Haltung zu schauen. Wenn ich diese verantwortungsvolle Aufgabe habe, wie kann ich da gut mit den Kindern und den Familien unterwegs sein? Und das bedeutet zugleich auch, das Wissen, was wir haben, permanent in Bewegung zu halten, konstruktiv zu sein, uns zu reflektieren und bereit zu sein, neue Dinge aufzunehmen. Und ich hatte vorhin gesagt, dass wir immer ein bisschen unkonventionell arbeiten. Und so lade ich Sie ein, Ihr Smartphone zu zücken, den QR-Code zu scannen und den Fragen dort zu folgen. Ja, das können Sie aber auch alle ganz eigenständig auch tun. Unter www.learningsnack.de muss man einmal irgendwie seinen Namen eingeben und ja so ein Konto anlegen. Das ist kostenfrei und dann kann man ganz einfach auf viele freigeschaltete Learning Snacks zurückgreifen, zu allen Themen dieser Welt tatsächlich oder ganz schnell auch eigene erstellen. Das ist gar nicht so kompliziert. Ja, spannend vielleicht auch für die ein oder andere Leitung, Fachberatung oder Teams, um das nochmal in Teamfortbildung auch anzuwenden. Genau, also das ist etwas, wofür Wissen in Bewegung steht, dass wir unser Know-how den Menschen zur Verfügung stellen und immer so arbeiten, dass Dinge eins zu eins übernommen werden können. Und das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen, dass Sie von dem hier heute mindestens den Learning Snack mitnehmen. Ich glaube, das ist auch brauchbar für Schüler, die Referate halten. Ah, absolut. Ja, da kann man seine Mitkollegen doch sehr beeindrucken. Ja. Da kann man die Lehrerin mal testen. Also ich habe das auch von einem jungen Lehrer. Also der Mensch, der früher dieses T-Shirt, bevor du fragst, nein, trug, mein Sohn, der ist inzwischen Lehrer geworden und er hat mich in die Geheimnisse der Learning Snacks eingeführt.